Also ich kann mal erstens dazu sagen, dass ich dem gar nicht so gesagt habe. Das sagen dir. Also der Raffi und du, wo sie daher kommen, dass das ein Rebranding ist. Aber ja, auch im Marketing ist es auch ein Rebranding. Aber im Grundsatz beruht es darauf, auf Gespräche, die insbesondere Raffi organisiert hat für TechBeats Podcast, wo wir mit Leuten geredet haben, die halt das einfach als Kernkompetenz erstes Mal gelernt haben und anbieten. Und gehen ganz an die Wurzel so der Identity, also wer sind wir überhaupt, wo wir lange als Ingenieure das Gefühl hatten, dass wir uns mit unseren Skills identifizieren und sagen, was wir machen, aber weniger der Hintergrund sagt, wieso wir es machen. Oder? Und auch noch eine gewisse Abgrenzung drin ist, um eben zu sagen, was wir eigentlich nicht machen wollen. Da haben wir in der Vergangenheit, bevor wir das Rebranding angefangen hat, sicher viel darüber geredet. In der Art und Weise, wie wir es nach außen kommuniziert haben, finde ich jetzt das, was wir jetzt aktuell machen, dass das Sinn macht. Und wenn man das eben als Rebranding bezeichnet, sollte das dann auch seine Wirkung haben. Wenn du den Leuten erzählst, dass es eigentlich egal ist, es ist nicht ganz egal, wie wir es jetzt schriftlich, also wörtlich definiert haben, mit dem Ingenium in Tigerum, also rastloser Geist, und mit Technik zurück. Das gibt einen guten Rahmen, aber was man darin verpackt, ist dann jedem selber überlassen. Es bezieht sich immer auf Technik. Und wer hat nicht dabei sein bei dieser Mondmission als Techniker? Oder? Einfach, also wenn einem das nicht kutzelt, dann ist man irgendwie mit Technik nicht so verwandt. Aber das ist ja hier nicht so. Sondern es ist genau so, dass wir mit Technik verwandt sind. Verheiratet. Schnelli braucht in dem Sinne eigentlich kein Rebranding. Wir haben eigentlich eine super gute Ausgangslage. Unser Tech-Crew-Mitglied, Tobi Theuer, hat ein super Logo gemacht, ein gutes CD, ein gutes Corporate Design. Und basierend auf dem tun wir jetzt eigentlich Zusammenarbeit mit dir, mit dem Michu, mit dem Tino, ein neues Kapitel schaffen, das die Firma ins 2024 bringt, die digitale und analoge Welt.